Sehr schön, kann man die ganze Burg von oben nochmal betrachten. Sieht super aus. So, warte mal. Hier, da geht's raus, da waren wir. Hier waren wir nicht, ne? Du kannst einfach runtergehen. Wir kommen immer wieder, in jedem Turm kommst du bis nach unten hin, bis zum Hauptfall wieder. Ah, gut. Also hier, ach ja. Okay, die Burg machen wir da drauf. So, was haben wir jetzt hier? Ja, hat sich auch der Multi ausgelassen, hat hier sozusagen einen kleinen Turm hingebaut. Okay. Mit einem kleinen Balkon oben. Am Anfang wusste ich nicht, was das wird. Später hat man es halt gesehen und ich finde es sehr schön, muss ich sagen. Schön auf jeden Fall. Auch hier, ihr seht, hier die kleinen Details, hier die kleinen Steinsäulen überall. An sowas merke ich dann immer, dass derjenige echt Lust hat zu bauen. Okay, was ist Ja. hier? Geht's hier nicht weiter? Nee. Ah, Dafür okay, weil kannst du da dich oben hier noch. hinsetzen. Guck mal. Du kannst ein bisschen die Aussicht genießen, ja? Ah, okay. Schön. Da waren wir gerade, da sind wir runtergegangen. Sehr schön. Und die Treppen nach oben, das ist jetzt einfach nur so ein Fun Fact, oder? Das ist nur ein Funfact zum Bauen gewesen, ja. Ah, okay. Haha, aber ich schaue es mir an. Ja. Ah ja, hier ist. Erinnert mich ein bisschen an The Witcher Teil 1, ehrlich gesagt. Da war auch der Turm, wo dann die Treppe eingestürzt ist. Ganz am Anfang. Da musste ich sofort dran denken gerade. Man muss sich wirklich teilweise behelfen im Spiel, das ist aber. Ja, wirklich alles echt solide. Sieht echt super aus, alles. Was haben wir hier? Ach ja, hier ist der Brunnen. Jetzt kannst du Aha, dich es wird speichern. wieder Sonnenfinsternis, genau. So, wo müssen wir jetzt noch rein? Also außer den großen Turm, habe ich was vergessen? Oder Ah, haben wir was vergessen? Haben wir, das hast du auf dann jeden Fall führ nicht du mal jetzt an. vergessen. Ich glaube hier von meinen Mitspielern. Nein, nein, auf keinen Fall. Ja. Das Okay, hat hier man ja waren extra mir zu Ehren gebaut. Das habe ich natürlich nicht auslassen. Also das ist Nee, klar. nee, auf gar keinen Aber Fall. Ah, hier, okay. Das ist das ist jetzt das, dein, das ist dein das Reich. Thronsaal. Ach, nee, echt? Der wurde Hammer. extra für, ja, der wurde extra für, sozusagen für mich gebaut. Guck mal da, Leute, die Mutantenrüstung hier. Das meine ich mit Details. Das war bestimmt der Also ich habe Multi. mich total tierisch darüber gefreut über diese Aktion, muss ich sagen. Habe auch mitgeholfen, muss ich sagen. Also jetzt nicht, wir haben das aber nicht alleine gemacht. Wie will ich Ja, überraschen krass. lassen? Ich finde es echt total genial, muss ich sagen. Das sieht ja geil aus, Leute. Seht euch da. Guckt mal hier. Hier oben ist eine Kettensäge noch. Hammer. Also ihr habt echt ein Auge fürs Detail und viel Liebe im Detail. Also wer wirklich mal mitbauen möchte, ich kann es euch gerade echt ans Herz legen. Schaut mal hier an der Wand. Felle, Mutantenrüstung. Ihr habt echt viele Mutanten auch erledigt, ne? In der Zeit merke ich gerade. Nein, 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 nein. Nein. Reicht mir mal aus, weil die gucken uns an, laufen gleich weg. Also, er hat sich Hammer. wirklich die Mühe gegeben hier, muss ich sagen. Ich fand es total klasse. Ich habe mich tierisch darüber gefreut, muss ich sagen. Auch von jetzt so vom Aufbau her gesehen, gerade, muss ich sagen, als Thronsaal, wie er sich da sagte, ist extra für dich so als Thron, als König. So. Sitzt schön in der Mitte, schön dekoriert, mit den Bänken so links und rechts so ein bisschen dran. Auf jeden Leider Fall. so, immer wieder. Hammer, Leute, Thronsaal. Muss man erstmal drauf kommen. Sehr hübsch. Machen wir mal wieder zu. Bevor es kalt wird. Genau. Na, mach zu. Ah, jetzt. Super, dann, was haben wir noch? Den Turm, ne? Den großen. Ja, den großen Turm. Hast du genug Essen bei? Ja, ich habe noch, ja, eins oder zwei habe ich noch, das Ja, gut. passt. So, weiter geht's hier. Ja, das geht jetzt hier im großen Turm hoch. Wie gesagt, das ist der größte Turm, den es geben wird. Haben uns Sehr schön auch ein auch bisschen drin oben. ausgelassen, wie man sieht, ein bisschen Ja, dekoriert. auf jeden Fall oben auch. Die Schädellampen fallen mir gerade auf sofort. Ja, die Schädellampen haben wir fast in den Turm reingebaut mittlerweile, sag ich mal so. Guck mal, hier in dem großen Turm fallen sie mehr auf dann. Ja, gut. Ach, guck mal, hier ist der Man kann ja Aufzug, nicht oder? überall drauf achten. Das war der Aufzug da unten, oder? Nee, das ist nicht der Ausdruck. An der Ecke Verdammt. waren wir noch nicht, die haben wir ausgelassen gerade. Aber das können wir ja zum Schluss noch machen, das ist ab 12. Alles klar. Das ist alles hier im Nahbereich sozusagen, wo man mal eben hingehen kann. Problem ist nun mal bei Forest, du hast nicht viele Möglichkeiten, was Deko angeht, sag ich mal so, ja. Deswegen Oh, muss man immer wieder gucken. dann frag mal den Multi. Ja, man muss gucken, was kann man machen, ja, im Prinzip so, um das Ja, es sieht man. einigermaßen
eine Optik so ein bisschen hinzukriegen, sondern ein bisschen, was Also, aussieht. falls jetzt jemand zuschaut, der das nicht weiß, so einen Ofen kann man nicht fertig hinstellen, ne? Doch, den kann man, der ist Das. fertig, der ist aus dem Bauplan raus. Ach, ehrlich? Okay, Der ist dann nehme ich original aus dem alles Bauplan zurück. raus, Dann also nehme ich alles zurück. Ich dachte, das ist jetzt ein nur das Steinhaufen Feuer mit unten einem. wird am Anfang nur reingepackt. Genau, das ist klar. Aber ich Keiler. dachte, das ist eine Einzelarbeit aus Steine entstanden hier. Das ist der Originalbauplan von Forest Aber siehst du, Forest. daran siehst du, wie viel ich baue in Forest, ne? Ja. Das ist, also war mir nicht bekannt. Hier auch, hier geht's. Ich frag mich gerade, ja doch, die ganzen Schränke sind voll, Leute. Ihr seht es, wenn ich hier näher dran gehe, die laden bei mir einfach nicht. Nein, die Schränke sind leer. Die sind noch leer zurzeit. Die sind noch nicht bestückt. Ich will ja nichts Falsches hinstellen. Das sind noch leere Entschuldigung, Schränke, aber die kann man mit bestücken, R kann ich ja. die bestücken. Kannst Ach, du ich jederzeit dachte, ich sehe das bestücken. nicht und kann es entnehmen. Natürlich, bitteschön. Guck mal da, siehst du? Ja, ich habe gedacht, ich sehe das einfach nicht. Nein, die Schränke sind leer. Pass auf, Alkohol geht immer. Weil die noch zu bestücken, ja, mal eben so, was weißt du so, ja. Aber du Ja, hast ja gesagt, dir gefällt das ja so gut. Also, du kannst jederzeit gerne vorbeikommen zum Bestücken hier, ja. Wir stellen dir auch gerne ein Haus zur Verfügung. ich habe euch schon mal viel Alkohol dagelassen. Kann man nie genug haben. Sehr schön, auf jeden Fall. Geht's noch weiter hoch? Ah ja. Ja, der hat es in sich hier, der Turm. Deswegen. Und jetzt muss ich mir überlegen, da habe ich mal nett gesagt, 10 Steine nach oben stecken, um hier was zu bauen, mal eben, ja. Oh ja. Ja, also das war schon nervenaufreibend. Das glaube ich. Aber man hätte auch so ein bisschen Arbeit, Ehrgeiz. Und ich hätte mir eingeplant hier, das wird der größte Turm werden, also noch einen größeren wollte ich nicht mehr bauen. Ja, ich freue mich auf die Aussicht von oben gerade. Ich sehe schon hier aus den Fenstern so ein bisschen was. Also allein in dem Turm könnte man mit 100 Mann leben. Also überall sind Bänke und Ja, also Platz haben wir zum Schlafen. ein Gleiter. Naja, eigentlich müssten es Zwei, drei sein, drei. nur Mann. Drei Gleiter und Drei, ja. ein Feuerchen. Ja, guckt euch, schaut mal. Jetzt mal schön von oben mal rekapitulieren. Was haben wir denn hier? Warte mal. Ja, und wenn du jetzt hier rüber gucken tust, an der Ja, Seite, das genau. ist Mach du genau das deine mal. alte Ecke. Unten Ah ist das ja. Meer, und der Flusslauf unten, wie gesagt, der Wald und oberhalb ist die, wenn die Wahl ist. Richtig. Cool. Ja. Man ist hier auf dem. Also da sind die Berge. Schaut mal. Ich meine, viel höher sind die auch nicht mehr. Ja, sie sind noch ein bisschen höher. Aber ist, also, der Eisberg oben, der ist doch einiges höher. Also, ist jetzt nicht die höchste Stelle, aber sie ist schon sehr gewaltig. Also, Auf jeden Fall. Man kann sich schon umschauen, ne? ja, in Ruhe vor allen Dingen, ja. In Ruhe, ja. Wo geht's jetzt noch lang von hier aus? Wo geht's jetzt noch lang von hier aus? Hier aus Was der haben wir Burg haben noch? wir jetzt eigentlich nur noch die eine Ecke, die wir übersehen haben vorhin sozusagen. Unten der Bereich, der in deinem alten Gebiet rüberführt. So. Gut. Dann haben wir noch eine Ecke, aber da müsste leider die Winterrüstung verbauen. Da müssten wir mal kurz mal rüber wandern. Okay. Weil ohne Winterrüstung sieht das dann schlecht aus, glaube ich, da drüben. Ja, laufen, das ist ja schon ein bisschen Speed voll Ja, rein. klar. Meine Güte, kriegt man Drehmoment Ja. hier. Weißt du, wie viele Steine ich hier hochgeschleppt habe? Deswegen, also. Wahnsinn, ja, da braucht man auf jeden Fall. Ja, Arbeitsehrgeiz war schon richtig. Oh ja, sehr großen. Dranbleiben und Abend für Abend Steinchen hier, glaube ich, das ist schon aufwendig. Irgendwann siehst du, kannst du keine Steine mehr sehen. Also, es gibt Paare, wo ich auch sage, hey, nee, komm, irgendwas anderes machen. Also, ist jetzt nicht Was? so, dass ihr wochenlang hier sagt, jeden Tag Steine schleppen, weil du drehst am Rad irgendwann, Ja, oder? klar. Was baut ihr denn gerade aktuell noch hier dran? Habt ihr ein Projekt Ja, oder? das, was ich schon angepriesen habe, das Überraschungsprojekt immer Ach noch. so, okay, gut, dann gehen wir da Aber jetzt hin. zeigen wir dir erstmal die eine Ecke, die wir ausgelassen haben, weil hier vorne waren wir ja schon vorhin. Genau. Weil ich ja wusste, dass du in dieser alten Ecke gewesen bist. Jetzt bin ich gespannt. Ah, Warte, bevor wir noch nicht weitergehen, genau. esse ich mal einen Dann Happen bist du noch nicht wieder. so weit, aber das ist das, was du So. gerade von oben gesehen hast, sozusagen. Ja, mach ruhig ein bisschen langsamer. Ja. Ja, und genau da gegenüber ist im Prinzip die Warnbase, die große. Wenn man jetzt hier runter geht,
rechts um den Hügel rumgeht, kommst du oben in die Karnevalenwelt rum rein. Ach so, okay. Und da hatte ich dann noch vorgehabt, weil ich das ja mal gesehen habe bei dir, da wollte ich dann derzeit noch einen Übergang drüber bauen von hier aus, zurück in die Karnevalenwelt. Weil wir hatten mal einen Spieler hier drauf, der Ütip, der hat auch schon mal, der postet auch schon viel vom Vorratsball und der hat ja oben in der Karnevalenwelt die Base aufgebaut, eine gesicherte, das fand ich sehr schön, muss ich sagen. Ja. Das hat für mich dann noch auch so eine Idee gebracht, die ich dann auch umsetzen möchte, aber mehr möchte ich auch noch nicht so ganz verraten. Alles klar, gut. Ich bin gespannt. Sehr schön. Okay. Ja, richtig, richtig, richtig. Warte mal, das war doch hier, ne? Das ist die Ecke, ja? Ja klar, jetzt erkenne ich es auch. Schaut mal, Leute, hier war das doch. Das war hier dann die Ecke, genau. Ja, richtig. Ihr habt auch sogar an der Stelle hier einen Übergang gebaut. Der exakte Ja. Möglichkeit. Ja, ich habe hier ein Déjà-vu ohne Ende gerade. Hier stand doch das Unikum. Warte, da hinten an den großen Felsen, da hat der Nobody den unvergesslichen Steg platziert. Sehr geil. Ja, schön, Leute. Jetzt haben wir Ja, sogar werden einen neue kleinen. Erinnerungen wach, wa? Ja, ehrlich, da kriegt man sofort wieder Lust. Hier haben wir die Sticks abgebaut, alle. Sorry, Ja, aber wir darum soll es sind gar hier nicht gehen. Sticks, ja, oder wir sind Sticks, muss man sagen. Ja, hier sind Sticks ohne Ende, das stimmt. Ja, ohne Ende, aber es ist ein guter Vorrat hier wegzuholen. Also, Ja, also man soll ohne sehen, Ende dass es auch gut in funktioniert. meinem Universum. In deinem ist das paar Wagen voll und wo ist der Rest, ne? Ja, also, ist schon. Für mich hat das gereicht, meine Fallen immer schön nachzuspannen und da war ich zufrieden, ne? Ja? Ja klar, doch. Ich hatte hier immer genug Sticks da, um alles fertig zu kriegen. Ja, So, das da ist der hilft Tag dann auch schon alles wieder für rum, die ne? Etappen, meine ich gesagt. Ja. Weil hier die, Ach, cool. Habe ich bei gar den nicht gesehen, das Pisten, die Tor. Geländer, da geht auch einiges durch, muss ich sagen. Das glaube ich wohl, ja. So, und hier sind wir wieder. Jetzt ist es ein bisschen dunkler, ein bisschen überlegen. Wo kommen wir jetzt hier Ja, wieder siehst du, jetzt raus? ist so eine schöne, zum Abschluss so eine schöne Nachtaufnahme rein. Auf jeden Fall, ja. Ja. Was haben wir hier? Ach, hier war das Haus vom Multi, ne? Genau. Ah, genau, hier die Ecke ist das wieder. Leute, ist schon ein bisschen verwinkelt alles. Ja, am Anfang, ja, und wenn man ein paar Mal dran gewesen ist, ja, also sag ich mal so, dann findet man sich schnell zurecht, finde ich. Das ist doch ziemlich schlicht gehalten ist in der Form, dass man immer den Weg finden soll. Die Schön, haben auf ja jeden auch Fall. Ich mittlerweile die bin. Wege angepasst hier ein bisschen, dass man auch immer so sagen kann, Weg gehen und kommst überall hin, wo du hin möchtest. Ja, also verlaufen ist schwierig hier. Also verlaufen tut man sich nicht. Aber es ist schon groß und hübsch. Und wie gesagt, Leute, nochmal an der Stelle, schaut es euch an. Schreibt gerne drunter, ob es euch gefallen hat, wie es euch gefallen hat. Oder also einfach gerne Feedback da lassen. Auf jeden Fall für den Frank und Community. Und mich interessiert auch, wie ihr das fandet, wie ihr auch das Video fandet. Wenn ich hier mal mit dem Frank so durchlaufe und mir das mal anschaue, ich fand es sehr interessant. Jeder, der eine nette Community sucht, bauen mag oder helfen mag oder sich selber auch hier entfalten möchte, sind fast keine Regeln auf dem Server. Einfach nur ein bisschen aktiv sein. Wer also zwei, dreimal die Woche Forest spielt und gerne Forest spielt und irgendwo Anklang noch sucht, ich meine, da liegt sogar ein moderner Bogen rum, den ihr nehmen dürftet. Also, Ja, wir helfen ja auch, also ist ja nicht so, ja, dass wir das hier ist Unmenschen super. sind. Also, ja, Also, es ich ist lege mich echt, über die klingt Vorräte super. ran, im Prinzip so auch die Werkzeuge soweit, damit man sich am Anfang ein bisschen behelfen kann. Dafür sind sie nun mal da. Ja. Und wenn jetzt einer sagt, hier kommt morgen rein, sagt, ach komm, ich will mir das selber holen, kannst du mitkommen, dann geht noch einer mit. Ist auch kein Problem. Finde ich echt klasse. Findet man auch nicht sehr häufig, so nette Menschen Ich um einen muss dich herum. einmal korrigieren. Eine Regel haben wir natürlich hier, die schlimmste von allen. Das muss ich leider korrigieren, also ja. Jetzt kommt's. Wir sind immer alle freundlich hier. Das ist das Einzige, was wir haben. Ja gut, Freundlichkeit. So. dann nehme ich Braucht kein alles Rufen zurück. hier, Es sind macht alle keinen Sinn, hier zu mal so, sind joinen. arm Die pro wollen Regel. Und dafür sind sie Freundlichkeit. nicht freundlich weg. Nein, alles schön. Ja, wie gesagt, aber es gibt selten. Also wenn man wirklich, ich kenne manche Leute, die suchen echt ewig nach oder ich kannte manche Leute, ja, ich selber damals auch, habe ich dir ja vor dem Video erzählt, dass ich auch selber damals gesucht habe, wo ich noch viel aktiver Forest gespielt habe und viel mehr Zeit hatte. Da habe ich nichts gefunden leider und alleine hatte ich dann keine Lust, irgendwas Großes in der Art aufzubauen, weil ich glaube, alleine hättest du da auch keine Lust drauf.
Wir haben aber Oder. letztes Jahr mit zwei Mann angefangen. Ja, muss man überlegen. Wir haben letztes Jahr mit zwei Mann hier angefangen. Ja, gut, Hammer. Das ist dann schon, also mit, auch mit zwei Mann ist, glaube ich, schwierig, sowas. Ja, es gibt auch Tage, wo ich alleine drauf bin damit, weil die meisten kommen ja meistens nur mal abends, ja, sag ich mal, Naja, so. richtig. Aber wie gesagt, es dauert halt länger, aber ja gut, man hat halt diesen Ehrgeiz, sag ich mal, nicht gesagt, und weiß, was man gerne umsetzen möchte, und dann setzt man sich halt hin. Und dann dauert halt, wenn du alleine machen tust, halt einen Tag länger, ja. Finde ich echt bewundernswert. Also finde ich wirklich klasse. Muss ich sagen. Deshalb, also das Video ist echt schon lang geworden. Wer bis jetzt noch zuschaut, sehr schön. Finde ich super. Dann hat es euch gefallen und dann kommentiert auf jeden Fall einmal drunter wenigstens, dass wir wissen oder dass auch der Frank weiß, wie es ankam und dass ich auch weiß, wie ihr so ein Format auch mal findet, wenn ich irgendwann zu Besuch bin und einfach mal, ja, wir quatschen halt hier über ein Bauwerk, ob es euch interessiert, wie ihr es findet. Kurzes Kommentar, kurzes Hallo dalassen, wäre super. Ansonsten, Frank, du hast die letzten Worte. Ich habe die letzten Worte. Ich würde, wenn das von deiner Zeit auch reichen würde, weil ich weiß ja nicht, wie lang das Video gewesen ist, kurz die Nacht überspringen und den kleinen Bonus noch draufpacken, den so als Überraschung noch am Laufen ist. Ach, ich dachte, das war die Überraschung. Mit dem Stehkind. Nein, 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 die Überraschung Alles ist klar. dafür. Aber Gut, klar, dazu wollte ich dann. dir vielleicht die Fellrüstung kurz machen in Rom. Dann Fellrüstung, müssen wir okay. 3 Meter laufen für. Weil die ist nicht hier. Okay, dann führe mich nochmal zu den Stoffen, zu den Fellen.